Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon Story Cybersloop. Ich denke mal, wir werden bereit sein. Hey, das hat wehgetan. Das muss ich dir zu. Das muss ich dir lassen. Wenn du da. Boah, man merkt, dass ich noch nicht ganz wach bin. Was du da getan hast, war echt kindisch. Aber vielleicht auch nicht ganz schlecht. Hey, super. Danke. Willst du mich den ganzen Tag lang stumm anstarren? Hör auf damit. Es ist komisch und peinlich. Ich meine, das ist dein Ding, aber trotzdem. Um ehrlich zu sein, muss ich dich um etwas bitten. Wegen all der Probleme, die ich hatte, habe ich das Gefühl, dass ich mit euch anderen in Sachen Stärke und so nicht mithalten kann. Ich hasse es, Nokia und ihr die ganzen coolen Sachen zu überlassen. Und ich möchte, dass du mich eine Weile begleitest. Ich mache das zu einem richtigen Fall. Dann ist es Teil deines Jobs, nicht wahr? Aber sag mir nicht, dass ich das jetzt noch mache. Als richtigen Fall annehmen muss. Bring dich zurück ins Büro, wenn du bereit bist. Sollen wir zurückgehen und Verbrennen treffen? Ja. Er hatte doch einen Job gemacht, ne? Boah, 14 neue Fälle, halloa! Alte Sache klären, das hier ist unter Null. Geht. Okay. Ich möchte mal gucken, wo der Fall von Miri ist, aber es muss eine von diesen so. Schicksal aus der Parallelwelt, Neid. Miri, okay, den werden wir auf jeden Fall das nächste Mal annehmen. Du kommst also doch mit. Klasse. Vielen Dank, Sora. Das meine ich wirklich. Ich habe nur eins geplant. Ich will, dass wir losgehen und mir ein echt starkes Digimon. Gut. Wegen all meiner Probleme in letzter Zeit habe ich keine neuen Digimon. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht. Außerdem will ich mich für etwas rächen, und zwar so bald wie möglich. Auf geht's, Sora. Wir gehen zur unter Null. Na gut. Wenn, du weißt sicher noch, aber um zu unserem Deutsch zu gelangen, müssen wir zum Valhalla-Server. Das wird nicht leicht, aber das schaffen wir. Ich kann nur noch auf dich zählen, oder? Aber Logo! Warte und... Dafür musste ich extra hierher. Okay, aber der Weg ist ja frei. Das heißt, ich sollte ohne Probleme. Nach unten gelangen. Ich habe mich schon gefragt, wann die ersten auftauchen. Yeah.
und 6. Kimi ga ite kurete yokatta. Ja, hier kriegen sie leider nicht zu so viele EP-Punkte. Als ich mit ein paar Jungs von Gamma bei unter Null war, waren wir bis dahin in ihnen unschlagbar. Niemand konnte uns besiegen, erwachsene Polizisten niemand. Trotz des Rufs dachten wir, dass es mit unter Null genauso sein würde. Aber als wir die äußere Wall erreichten, tauchte ein Wacht-Digimon auf und hat uns übel mitgespielt. Es war ein totaler Reinfall. Zu dem Zeitpunkt wussten wir nichts über Digimon-Programme. Konnten nur analog hacken, was hieß, dass wir nicht zurückschlagen konnten. Es blieb uns nichts übrig, als wegzulaufen. Einige meine Freunde wurden dort irre vor Angst. Und selbst der Rest, dem es besser erging, hat bei diesem Anblick den Mut verloren. Das Ganze hat uns klar gemacht, dass wir nur ein paar wild gewordene, arrogante Kinder waren. Unser Stolz überführte uns dazu, uns zu überschätzen, Hochmut kommt vor dem Fall und so. Und eine nach dem anderen gaben die Leute des Hacker-Daseins auf. Das war das Ende der legendären Gamma-Gruppe. Ich suchte mich im Selbstmitleid und war wütend, dass es zu Ende war. Das war schlimm, dass ich sie nicht davon abhalten konnte, das Team aufzugeben. Hier, ich hatte permanent Angstzustände, schon die Erinnerung dran lässt mich erzittern. Ich wollte aber nicht, dass mich jemand so sieht, also versuchte ich mich zusammenzureißen und tat so, als ob nichts wäre. Deshalb rede ich von Rache. Ich werde mir die Macht des Wacht-Digimons aneignen und diese neue Gedanken endlich hinter mir lassen. Bin nicht mehr der kleine Junge von damals. Bin besser. Besser als meine Vergangenheit. Los, gehen wir jetzt. Oh, Nightmon. Cool. Nein, wer bist du? Tu nicht so, als ob du es vergessen hättest. Doch, das habe ich wohl. Zumindest bist du nicht in meinem Speicher gebanken. Ich wusste es. Das ergibt schon Sinn. Warum solltest du das auch tun? Du hast uns so schnell besiegt. Aber ich erinnere mich, ich konnte dich nie vergessen. Ich verstehe nicht, wovon du redest, aber... es wird keinen Eindruck geben. Ach ja, natürlich. So war es beim letzten Mal auch. Das ist wirklich toll. Ich würde es mir nicht anders wünschen. Du bist perfekt, du, so wie du bist. Jetzt zu dir habe ich mich aber verändert. Meine Beine zittern nicht und ich bin bei klarem Verstand. Ich bin erwachsen geworden. Ich bin hier, um nicht für meine Freunde zu rächen. Ich werde dich vermöbeln und nein. Naja. Oh, der ist doch ganz schön stark. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Yeah.
Bitte was? Bitte dich. Alte. Die wieder mit vollem KP. Wirklich alle? Ja, nee, natürlich nicht. Die schon. Sorry. Die schon besiegt sind, warum auch nicht, ne? Jetzt habe ich aber langsam keine mehr. Also sein Berserkerschwert ist ganz schön. Ganz schön in sich. Fast geschafft. Kritischer Treffer.
Er bereitet auch seinen Berserkerschritt immer schon ein paar Mal vor. Geht doch. Weißt du was? Ich fühle mich mit mir und der Welt im Reinen. Okay, wahrscheinlich war ich euch eine Last wegen der Digimon, die ich bis jetzt bei mir hatte. Aber da ich dieses jetzt habe, werde ich das schon schaffen. Ich will es zu Ende bringen. Zwing mich nicht, es zu sagen. Ich meine es ernst. Wirklich? Mensch, habe ich es dir nicht schon mal gesagt? Hör auf, so zu starren, echt. Ich denke, damit ist der Fall abgeschlossen. Danke, ich glaube, ich bleibe noch etwas hier und denke danach, wenn das okay ist. Wow, mach nur. Mach wie du denkst. Mann, der X-Wemon. Wenn ihr gleich angreifen würdet, ne? Was hat eigentlich Moses? John. Level 22. Ja, jetzt kriegt ihr erstmal Heilung. Oh, ich habe noch einen Speicher ab. Das? Perfekt. Sorry. Gegenfrage, muss ich jetzt die ganze Weg zurücklaufen? Oh, kann ich mich nicht einfach so auslocken? Anscheinend ja nicht. Ja, dann.
Okay, dann will ich jetzt noch den Fall von Eve übernehmen. Nehmen wir an, diese Lesen kann ich heute auch nicht mehr. Es ist heute einfach zu früh. Okay. Feder, das ist ein Geisteskrieger. Okay. Sura, wo bist du? Und was machst du gerade? Ich will gerade mit Kämpfen loslegen. Ich muss unbedingt kämpfen, sonst werde ich verrückt. Ganz im Ernst. Ich will einen Partner. Nein, das ist es nicht. Vielleicht eine Runde? Mein Gehirn ist zu schnell. Mein Mund kommt nicht hinterher. Ich will, dass ein Digimon gegen mein Baby kämpft. Oh ja, genau das will ich. Ein Kampf du gegen mich. Aber nicht einfach irgendwo. Es muss ein besonderer Ort sein, damit auch gleich die richtige Stimmung aufkommt. Ich hab's. Unser denkwürdiger Ort ist perfekt dafür. Du weißt schon, welchen ich meine. Ja, der ist perfekt. Ich gehe schon mal vor. Aber lass mich nicht warten. Das ist nämlich super wichtig. Ich habe schon als Fall in deinem Büro angemeldet. Du kannst also nicht Nein sagen. Bis bald, ja? Okay. Erstmal will ich zu Miri. そろそろ来てくれる頃だと思って。この人、この子は電脳空間の波間を泳ぐデジタルの奴隷にして、女たちとしてあなたを助けてくれる。そうね、奴隷にして死んでが紹介するわ。この子はサイオン。あなたや私がいるこの世界とは違う世界。 パラレルワールドから来たデジ。実はね、サヨの相棒のディアナモンが突如として姿を消してしまったの。それでデジラボのミレイさんに相談したら、元いた世界からこっちの世界に連れ。でもミレイさん、私はディアナモンを取り戻したいだけだよ。どうしてこんな貧弱で脆弱で意思薄弱そうな子が。そんなの できないよ。何が？ディアナモンを取り戻すには七大魔王のデジモンを全て倒す必要がある。うん？七大魔王だったら、それはあなたのいた世界の七大魔王でしょ。悪魔系デジモンの頂点に立つ七体の魔王型デジモン、七大魔王。 彼らはその力の強大さゆえに、すべての平行世界に存在。それは一種の封印のようなもので、各世界に存在することで彼らの力は分散している。誰が仕組んだわけでもない。宇宙の摂理として自然発生さえ、あなたたちがあなたの世界の七大魔王を倒したことで、この世界の七大魔王。 その罰として、あなたのディアナモンが消されてしまった。そんなつもりで。ええ、でしょうね。でもこれは起きてしまったことに。この世界の七大魔王を倒さない限り、あなたのディアナモンは帰ってこない。ディアナモンがいないあなたは、七大魔王に太刀打ちできない。だから、あなたが七大魔王を討伐する。 理不尽な罰を受けたディアナモンを助けるため。でも私にだってテーマーとしてのプライドがある。そうね、あなたは向こうの世界ではコロシアムで優勝した最も優秀なテイマーだけれど、今のあなたは無力な存在。相棒とプライド、こんな貧弱で脆弱で意思薄弱そうな子が 私の運命の人だなんて到底絶対断固信じる。今はミレイさんを信じるよ。私はダークモンシティのテーマチーム、ナイトクローンのサヨ。よろしく。勘違いしないでよね。
か。七大魔王の討伐よろしく。七大魔王の居場所は私が占ってあげる。準備ができたら声をかけて。すべては運命の導くままに。Ich werde jetzt sagen, wo sich der nächste der sieben Dämonenkönige aufhält, den du besiegen musst. Dies habe ich gesehen. Leviamon, einer der sieben Dämonenkönige, ist im Zentralkrankenhaus. Das Schicksal wird dir helfen, die sieben Dämonenkönige zu besiegen. Okay. Das heißt, ich darf jetzt den einen sehen und darf ich wieder hin, um zu erfahren, wo der nächste ist. Alles klärchen. Bis er Virus sieht, Mann. Ja, das war mir klar. Aber dass wir gleich hintereinander angreifen kann, das ist scheiße. So. Oh, guck mal. Schon gedacht. Ey, das geht so nicht. Was denn da? Verdammt, ich habe davon nicht abgespeichert.
medizinisches Spiel, ne? Ey, komm, das ist unfair. Komm, das ist gleich mit dem Tod endet. Das ist unfair. Das ist richtig unfair. Komm, ich weiß, wo ich zuletzt gespeichert habe. Nämlich da. Ganzen Keks. Kotzt mich an. Ja, ich bin bereit, die digitale Welt zu betreten. Scheiß auf die anderen Dinge. Ich mach das später mal. Ja, natürlich. Jetzt fragst du mich, ob ich speichern will. Die Folge ist eh vorbei. Nun gut, ich fahre jetzt erstmal wieder ein bisschen runter und dann machen wir die nächste Folge weiter. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, auch gerne einen netten Kommentar hinterlassen. Würde mich riesig freuen. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet und euch die Videos gefallen, gerne ein Abo da lassen. Kostet nichts, tut nicht weh. Vergesst dabei aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video und rechts ist wie immer die Playlist zum aktuellen Projekt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.